Golf Tours wird Ihnen präsentiert von Simatic. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Nach diesem Motto reisen wir in der heutigen Ausgabe von Golf Tours nicht ins Ausland, sondern bleiben in Deutschland im Rheinland, das bei Touristen sehr beliebt ist. In seinen Landschaften findet man idyllische Ruhe. In den rheinischen Städten hingegen pulsiert das Leben. Sie locken mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten und kulturellen Veranstaltungen. In der Öffentlichkeit wenig bekannt ist das Rheinland als erstklassige Golfdestination. Und das, obwohl mehr als 60 Golfanlagen unterschiedlichster Art in weniger als einer Fahrstunde erreichbar sind. Wir stellen im Verlauf unserer Sendung 4 hochkarätige Anlagen vor. Unsere erste Station ist aber Köln, die Stadt am Rhein mit ihrer mehr als 2000-jährigen Geschichte. In der Metropole findet man viele historische Sehenswürdigkeiten, aber wie selbstverständlich stehen hier auch moderne Bauwerke dicht neben alten. Wir stellen Köln später eingehend vor und fahren zunächst an den westlichen Stadtrand. Nur 8 Kilometer vom Zentrum entfernt liegt der Kölner Golfclub, dessen Bahnen im Jahr 2014 fertiggestellt wurden. Auf dieser Anlage ist jeder willkommen, der Spaß am Golf hat, auch ohne Platzreife, Handicap oder Clubmitgliedschaft. Der Golfplatzdesigner Heinz Fehring hat eine 36+9-Loch-Anlage errichtet, die unter anderem aus einem 18-Loch-Championship-Platz besteht, sowie einem 9-Loch-Linkskurs und einem 9-Loch-Pitching-Kurs. Die hinter dem Entwurf stehende Philosophie lautet: vom Einfachen zur Herausforderung. Zum Einstieg kann man den 9-Loch-Par-27-Pitching-Kurs spielen. Er ist nur 550 Meter lang und ermöglicht Anfängern, den Spaß am Golf zu finden. Fortgeschrittene üben hier gerne ihre hohen Annäherungsschläge auf die Grüns. Schwieriger ist der Linkskurs, der ebenfalls aus 9 Bahnen besteht. Er ist ein Par 31 und 1785 Meter lang. Seine Fairways und Grüns sind stärker onduliert. Und an 6 Löchern kommt Wasser ins Spiel. Wir unterbrechen unser Spiel und fahren zurück in die Altstadt von Köln. Das berühmteste Bauwerk Kölns ist der Dom, der im Jahr 1880 vollendet wurde, nach mehr als 600-jähriger Bauzeit. Über 6 Millionen Menschen besuchen jedes Jahr die imposante gotische Kathedrale, die den Schrein der Heiligen Drei Könige birgt. Seit 1996 zählt der Kölner Dom zum UNESCO-Welterbe. Das Panorama der Altstadt wird neben dem Dom von Groß St. Martin bestimmt, einer der 12 großen romanischen Kirchen. Besucher der Stadt Köln sollten sich unbedingt die Zeit nehmen für einen Bummel durch die Gassen der sehenswerten Altstadt. Wir sind zurück auf der Golfanlage des Kölner Golfclubs. Der 18-Loch-Championship-Kurs wurde im Jahr 2014 fertiggestellt. Er ist eine sportliche Herausforderung. Dafür sorgen schmale Driving-Zonen, schwer anzuspielende Grüns und knifflige Fahnenpositionen. Der Platz hat eine Länge von etwas über 6000 Metern und ist ein Par 74. Er ist in eine sanfte Hügellandschaft eingepasst mit hunderten neuer Bäume.
Es ist erstaunlich, wie gut der Platz schon eingewachsen ist. Der gute Gesamteindruck wird abgerundet durch die vorbildlichen Übungseinrichtungen des Golfsport- und Servicezentrums. Herzstück ist die Driving Range, die fast 300 Meter lang und beidseitig bespielbar ist. In ihrer Dimension ist sie einzigartig in Nordrhein-Westfalen. Es gibt reichlich Abschlagplätze, auch überdachte und beheizte. Die PGA Premium Golfschule bietet Kurse auf Grundlage eines eigens entwickelten ganzheitlichen Konzepts an. Der Kölner Golfclub ist außerdem eines von drei Ausbildungs- und Prüfungszentren für PGA Pros in Deutschland. Wir fahren zurück nach Köln, um im Hotel einzuchecken. Wir haben das Radisson Blu gewählt im Stadtteil Deutz, ganz in der Nähe des Messegeländes und nur 3 Kilometer entfernt von der Altstadt. Das 4-Sterne-Hotel ist modern und Feng Shui-orientiert ausgestattet. Das gilt auch für den idyllischen Innenhof. Das Restaurant Paparazzi bietet exquisite italienische Küche und kredenzt erlesene Weine. Küchenchef Giuseppe Bongiovi bereitet gerade einen Auberginenauflauf zu. Er schichtet frittierte Auberginenscheiben abwechselnd mit Tomatensauce und Parmesankäse in eine Gussform. Natürlich dürfen auch frischer Knoblauch und Gewürze nicht fehlen. Nach 15 Minuten im Backofen und kleinen Verfeinerungen ist das leckere Endprodukt fertig. Gestärkt machen wir uns auf in die Innenstadt zu einem Einkaufsbummel, denn shoppen kann man in Köln wirklich erstklassig. Die Schildergasse gilt sogar als die meistbesuchte Einkaufsstraße in Deutschland. Wir fahren in den Osten von Köln. Nach 20 Minuten erreichen wir unser Ziel. Die Golfanlage am Lüderich, die auf dem Gelände eines ehemaligen Erzbergwerks errichtet wurde. Kaum zu glauben, dass dort, wo bis 1978 die größte Erzaufbereitungsanlage Deutschlands in Betrieb war, die Golfbälle von der Driving Range ins Tal fliegen. Das einzige Überbleibsel aus der alten Kumpelzeit ist der denkmalgeschützte Förderturm des Zentralschachts. Der 18-Loch-Kurs des Golfclubs Lüderich stellt mit seinen schmalen Fairways und starken Hanglagen eine sportliche Herausforderung dar. Er ist ein Kurs der Superlative, denn die ersten 9 Löcher sind mit einem Slope-Index von 110 die leichtesten 9 Löcher im deutschen Golf. Dafür sind aber die Back 9 mit einem Slope von 147 die schwierigsten 9 Löcher. Deshalb veranstaltet der Club jede Woche 9-Loch-Turniere, die bei den Golfern sehr beliebt sind. Diese Turniere sind sogar vorgabewirksam. Der Club zeigt rege Aktivität und veranstaltet Events für alle Altersgruppen. Heute ein Jugend-Putt-Fun-Turnier. Wir kehren später zum Golfclub Lüderich zurück, fahren jetzt aber weiter in den Osten, mitten in das Bergische Land hinein. Das Bergische Land trägt seinen Namen nicht etwa, weil es so bergig ist. Vielmehr stammt die Bezeichnung von den früheren Landesherren, den Grafen von Berg. Wir nehmen uns etwas Zeit und genießen die wunderbare Ruhe der Natur. Musik.
In die Hügel des Bergischen Landes schmiegt sich Berg Neustadt, dessen Wahrzeichen die Altstadtkirche ist. Die gesamte Altstadt ist ein Denkmal und somit geschützt. Nördlich von Berg Neustadt staut die Aggertalsperre die drei Flüsse Agger, Genkel und Rengse zurück. Die Talsperre hat einen Stauraum von knapp 18 Millionen Kubikmetern. Wir fahren weiter in nordwestlicher Richtung zur ältesten Stadt des Bergischen Landes. Wipperfürth wurde bereits im Jahr 1222 von Graf Engelbert von Berg zur Stadt erhoben. Das älteste erhaltene Bauwerk der Stadt ist die Pfarrkirche St. Nikolaus aus dem 12. Jahrhundert. Wipperfürth ist eine Hansestadt. Das mag überraschend klingen, weil Hanse heute gerne mit einer küstennahen Lage an Nord- oder Ostsee in Verbindung gebracht wird. Die Hanse war aber in ihrer ursprünglichen Form ein Handelsverbund, der auch viele küstenferne Städte umfasste. Wir sind zurück im Golfclub Lüderich, von dessen Bahnen man einen wunderschönen Blick ins Bergische Land hat, ebenso wie auf das nahe Städtchen Overath. An Loch 1 erinnert ein Kreuz an die Bergwerksvergangenheit. Es ist der heiligen Barbara gewidmet, der Patronin der Bergleute. Das Loch 2 heißt nicht umsonst Freier Fall. Das Fairway dieses spektakulären Par 3 führt steil bergab. Auch das Loch 17 trägt seinen Namen zurecht, denn die Spielbahn dieses 448 Meter langen Par 5 wird zum Grün hin immer enger. Das Loch 18 ist ebenfalls ein Par 5 und mit 435 Metern nur wenig kürzer als Loch 17. Nur wer drei perfekte Schläge auf die Spielbahn zaubert, hat eine Chance auf das Par. Hoch über den Spielbahnen thront ein Glasbau, der sich bei näherem Hinsehen als riesige Mehrzweckhalle entpuppt. Wir verabschieden uns mit einigen Impressionen von diesem in vielerlei Hinsicht außergewöhnlichen Golfplatz. Auf unserem Rückweg nach Köln machen wir einen kleinen Abstecher nach Schloss Benzberg bei Bergisch Gladbach. Kurfürst Johann Wilhelm II. Ließ Schloss Benzberg zu Beginn des 18. Jahrhunderts als barockes Jagdschloss errichten, seiner zweiten Frau zuliebe, einer Medici, die sich bei dem Ausblick auf die hügelige Landschaft des Bergischen Landes vermutlich an ihre toskanische Heimat erinnert fühlte. Seit August 2000 wird das Schloss als 5-Sterne-Grand-Hotel genutzt. Wir sind ein wenig überrascht, dass wir selbst in der beginnenden Dämmerung problemlos bis nach Köln blicken können. Es ist bereits dunkel, als wir in unserem Kölner Hotel Radisson Blu ankommen und wir vor der schwierigen Frage stehen, gleich essen gehen oder erst noch im Vitarium entspannen? Wir entschließen uns für Letzteres und genießen eine Massage, die uns den Stress des Tages vergessen lässt. Da wir einen Bärenhunger haben, träumen wir schon von den feinen italienischen Speisen des Restaurants Paparazzi.
Am nächsten Morgen sind wir schon früh auf den Beinen und stehen am Rheinauhafen in der Kölner Südstadt. Moderne Wahrzeichen der Anlage sind die sogenannten Kranhäuser, die mit ihrer Form an Hafenkräne mit Auslegern erinnern. Sie beherbergen Büroräume und Luxusapartments. Seit einigen Jahren wird der Rheinauhafen auch immer mehr zum Kunst- und Kulturzentrum. Wir verlassen Köln in südlicher Richtung. Nach 40 Minuten erreichen wir westlich von Bonn den Golfclub Schloss Mie. Hier kann man in fürstlichem Ambiente golfen, denn das Schloss gehörte ehedem dem Reichsgrafen Caspar Anton von Belderbusch. Der Bau ist einem französischen Jagdschloss im Stile Ludwigs des 14. nachempfunden. Der Golfplatz erinnert an eine riesige Parkanlage mit reichhaltiger Flora und Fauna. Der Platz hat den Charakter eines typischen Parkland-Kurses mit einem imposanten alten Baumbestand. Er ist abwechslungsreich zu spielen, denn es gibt nicht nur zahlreiche Wasserhindernisse. Sondern auch kunstvoll modellierte Bunker. Auf dem 6060 Meter langen 18-Loch-Platz gilt es nicht nur lang, sondern vor allem auch präzise zu schlagen. Wir spielen die Signature Holes. Die Bahn 5 ist ein 358 Meter langes Par 4 mit einem 90 Grad Dogleg nach rechts. Das Wasser sollte man links umspielen, wenn nötig mit ein bisschen Glück. Nur wer den Drive weit genug schlägt, hat freie Sicht auf das durch drei Bunker geschützte Grün. Wir unterbrechen unser Spiel für einen Ausflug in die nahe Stadt Bonn. Berühmtester Sohn der Stadt ist Ludwig van Beethoven, der im Jahr 1770 hier geboren wurde. Das Bonner Münster stammt aus dem 11. Jahrhundert und wurde auf einem römischen Gräberfeld errichtet. Seit dem Jahr 2002 liegen vor dem Münster die aus Granit gehauenen Köpfe der Bonner Märtyrer Cassius und Florentius. Das alte Rathaus wurde 1737 unter Kurfürst Clemens August erbaut. Seine Freitreppe ist weltbekannt von den Empfängen hoher Staatsgäste in der Zeit, als Bonn noch Bundeshauptstadt war. Im Herzen der Stadt verläuft eine der größten zusammenhängenden Fußgängerzonen Deutschlands mit schicken Einkaufspassagen. Wir setzen unsere Runde auf dem 18-Loch-Kurs von Schloss Mie fort. Loch 9 ist ein 164 Meter langes Par 3 mit Wasser geradeaus und einem nach links versetzten Grün. Links halten allein reicht an diesem Loch nicht. Man sollte auch immer die Windrichtung beachten. Auch an Loch 10, einem 466 Meter langen Par 5 mit Doppel-Dogleg, muss der Abschlag links platziert werden, um einen guten Winkel für den zweiten Schlag zu bekommen. Den Fairway-Bunker und das Wasser links vor dem Grün sollte man weiträumig umspielen. Krönender Abschluss ist das Loch 18, ein 163 Meter langes Par 3 mit einem Inselgrün. Wer das Grün nicht direkt anspielen möchte, kann über das erste Wasserhindernis hinweg vorlegen. Nach diesem spektakulären Loch kann man eine unvergessliche Golfrunde im Clubrestaurant Graf Belderbusch noch einmal Revue passieren lassen.
Unser Weg führt von der Region Bonn zurück nach Köln. Rund 15 Kilometer südlich von Köln besichtigen wir Schloss Augustusburg in Brühl. Es gilt als das bedeutendste Schloss im Rheinland. Der breiten Öffentlichkeit wurde es bekannt, weil die Bundespräsidenten bis 1996 im Schloss Empfänge für Staatsgäste gaben. Seit 1984 ist das Schloss, ebenso wie seine weitläufigen Parkanlagen, UNESCO-Welterbe. Von Brühl aus fahren wir westlich an Köln vorbei nach Norden. Unser Ziel liegt kurz vor dem Ort Pulheim, die Anlage des Golf- und Countryclubs Felderhof. Wir sind ein wenig überrascht, dass bei unserer Ankunft alle Übungsfacilities des Clubs sehr gut besucht sind. Doch die Erklärung folgt auf dem Fuß. Heute ist Turniertag. Trotzdem können Gäste wenigstens 9 Löcher spielen. Denn der Golfclub Felderhof hat nicht nur 18, sondern 27 Löcher. 3 9-Loch-Kurse mit den Farben Grün, Gelb und Rot bieten abseits von Turnieren die theoretische Möglichkeit der beliebigen Kombination. In der Praxis aber wird die 18-Loch-Kombination täglich neu vom Club vorgegeben. Das hängt auch damit zusammen, dass es in Felderhof 9-Loch- und 18-Loch-Clubmitgliedschaften gibt. Und bei freier Wahl würde der Marshall den Überblick verlieren. In der Regel bilden aber der grüne und der gelbe Kurs die 18 Löcher. Man sollte sich dringend davor hüten, den Platz zu unterschätzen. Der fast ständig wehende Wind und schnelle Grüns stellen die Golfer immer wieder vor neue Aufgaben. Gut platzierte Bunker und Wasserhindernisse erfordern außerdem taktisch kluges Spiel. Wir spielen später die Signature Holes von Felderhof. Vorher fahren wir noch einmal Richtung Süden, nach Kerpen. Hier geht es gleich rasant zu, denn im Kart Center von Michael Schumacher, dem 7-fachen Formel-1-Weltmeister, wollen viele seiner Fans ihr rennfahrerisches Talent beweisen. Wer es ruhiger angehen lassen möchte, kann in der nahen Metropole Köln eine der vielen gemütlichen Kneipen aufsuchen und ein gepflegtes Kölsch trinken. Ein beliebtes Ziel für Jung und Alt ist der Rheinpark, der unter Denkmalschutz steht. Ja, auch Grünanlagen können Denkmäler sein. Liebende zieht es zur nahen Hohenzollernbrücke, um dort ein Schloss mit ihrem Namen am Geländer zu befestigen und den Schlüssel anschließend im Rhein zu versenken, als Zeichen der Unzertrennlichkeit. Wir sind zurück auf der 27-Loch-Anlage des Golfclubs Felderhof. Das Signature Hole des gelben Kurses ist das Loch 7, ein 191 Meter langes Par 3 mit einem Halbinselgrün. Beim Tee-Shot sollte man auf die Windrichtung achten. Das Loch 3 ist das schwierigste Loch des grünen Kurses. Es ist ein 357 Meter langes Par 4. Das Grün wird hinten und links von einem Wasserhindernis verteidigt. Das Loch 2 des roten Kurses ist mit 199 Meter ein relativ langes Par 3 mit Wasser auf der linken Seite, das bedrohlich nah ans Grün herankommt.
Die drei neuen Lochkurse verlaufen in ebenem Gelände. Spät kommen wir nach Köln zurück. Aber das macht nichts. Wir hatten sowieso noch einen nächtlichen Bummel durch die Innenstadt geplant. Und damit endet unsere Golftour durch das Rheinland. Selten haben wir erlebt, dass so nah an einer Großstadt sowohl exzellente Golfplätze als auch schöne Landschaften liegen.